Dani Büchner versetzt ihre Fans in Sorge. Bei ihr besteht Krebsverdacht. Vor 3 Jahren muss die Goodbye-Deutschland-Bekanntheit einen schweren Schicksalsschlag verkraften. Ihr Ehemann Jens Büchner stirbt 1 Jahr nach der Hochzeit an den Folgen von Lungenkrebs. Dabei werden die beiden erst 2 Jahre vor Jens Tod Eltern von Zwillingen. Es ist nicht der erste Verlust, den Dani verkraften muss. Auch ihr erster Ehemann Yilmaz Karabas, mit dem sie 3 Kinder hat, kommt 2009 ums Leben. Für die Witwe beginnt eine schwere Zeit. Nun muss die ehemalige Dschungelcamperin aber um ihre eigene Gesundheit bangen. Ihr Gynäkologe entdeckt bei einer Routineuntersuchung Auffälligkeiten im Blut. Ihr Tumormarker ist erhöht. Das sind Substanzen im Blut, die bei Tumorerkrankungen in erhöhter Konzentration auftreten können. Für Dani ein großer Schock. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, kommen mir die Tränen. Ich musste zum MRT und ich dachte sofort, was ist, wenn mir dasselbe passiert wie mit Jens? Ich habe tagelang gezittert und gedacht, was ist, wenn? Wenn ich nicht mehr bin, was haben meine Kinder dann? Eine Frage, die Dani wohl schon seit längerem beschäftigt. Nach dem Tod ihres Mannes kümmert sich die 43-Jährige um ihr Testament. Darin regelt die fünffache Mutter, wie es für ihre Kids im Falle ihres Ablebens weitergeht. Dass meine kleinen Kinder bei meinen großen Kindern bleiben dürfen, dass das, was ich gespart habe, bei meinen Kindern bleibt, dass meine allerbeste Freundin mit auf meine Kinder guckt. Ich meine, ich habe 3 Minderjährige. Ihre jüngsten Kinder Jenna und Diego sind nämlich erst 5 Jahre alt. Tochter Jada ist mit ihren 17 Jahren fast volljährig. Auch Danis Kids haben wahnsinnige Angst. Meine Kinder haben geweint, ich habe geweint. Meine Kinder haben direkt gesagt, was ist, wenn dir was passiert, Mama? Nach 9 qualvollen Tagen kann Dani aber zum Glück aufatmen. Die Ergebnisse sind da, sie hat keinen Krebs. Für die Brünette natürlich eine riesige Erleichterung. Jetzt habt ihr vielleicht auch schon mitbekommen, warum ich die letzten Tage nicht so über meine Gesundheit oder euch die Ergebnisse erzählt habe. Es ist zum Glück alles gut. Die Wartezeit war sehr schwierig für mich. Aber ja, es ist alles gut. Das ist das Wichtigste. Damit das auch so bleibt, steht ihr noch ein Arzttermin bevor. In 3 Monaten muss die Influencerin zur Kontrolle. Es wird gecheckt, ob der Tumormarker weiterhin steigt oder nicht. Durch diese Erfahrung wird der Tattoo-Liebhaberin aber klar, was wirklich wichtig ist. Man vergisst bei alledem, was man besitzt, was man hat und wie viel Freude man hat und manchmal sich auch ärgert, dass Gesundheit wirklich das Wichtigste ist. Und damit hat Dani vollkommen recht. Hoffentlich kann die Familie das bevorstehende Weihnachtsfest jetzt umso mehr genießen.